Ja, das, also von der Warteschlangenlänge passt das ja jetzt perfekt. Das ist super. Gut. Der hier ist auch immer die ganze Warteschlange dann drin, wenn das läuft. Das ist also auch gut. So, dann kann ich ja mal schauen, wie viel verdiene ich so an. Ja, toll. Das ist natürlich wieder ungünstig für mich, das aktuelle Negativnachrichten-Ding. Aber 322 ist schon ganz gut. Mhm. 400. Ah, fuck. Turbulence-Defekt ist natürlich sehr blöd für mich. Verdiene ich hier überhaupt an den... Ja, an meinen Läden verdiene ich Gott sei Dank auch noch. Okay, Slush-Eis ist jetzt verfügbar. Hm. Du hast Müdigkeit, Zufriedenheit, gut. Dann baue ich hier mal Slush-Eis hin. Vielleicht sollte ich hier nochmal die Preise nochmal auch ein bisschen hochdrehen. Das ist, glaube ich, besser. Okay. Die negativen Nachrichten sind natürlich bescheiden für mich jetzt. Der Vorsitz da an Läden. Gut, dann denke ich, stelle ich die Forschung mal wieder auf aufregende Fahrgeschäfte um. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie... Was für Kredite habe ich theoretisch? Okay, 6.000 würde für mich schon reichen. Mit monatlicher Gebühr von 78, das würde für mich schon reichen, um das zu bauen. Ich brauche ja theoretisch nur ungefähr weitere 3.000. Daher würde ich eigentlich schon fast... Das ist jetzt quasi ein Test. Ich speichere sicherheitshalber. Damit ich das notfallshalber wiederladen kann, falls ich das als nicht so optimal heraussteht, mein Versuch. Gut, ich wollte ja den hier bauen. Ja. Gut, das heißt, dass ich jetzt mit den Kredit nehme, dann jetzt den hier, wo kann der, wieso kann ich den da nicht bauen? Wieso kann ich den jetzt da nicht bauen? Es ist nicht erlaubt, so zu bauen? Was? Ach so, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger das Problem damit. Das heißt, dann bin ich den... K-
Kann ich den hier irgendwie so... Das ist natürlich so ein bisschen so das Problem. Gut, das heißt, dass ich den da aufgrund der Höhe schon gar nicht bauen kann. Dann, kleine Planänderung. Das erklärt ja auch, wieso ich den hier dann in Anführungszeichen damals nicht bauen konnte. Ja, das funktioniert sogar so. Gut. Und das Schöne dabei ist, ich habe sogar immer noch Cash quasi übrig. Gut. Aber den hier muss ich auch direkt auf. Auf dem 650 hochdrehen, damit sich der überhaupt rechnet. Gut, dann bezahle ich mal direkt auch den Kredit wieder ab. Weil es bringt ja für mich nichts, den Kredit zu haben, ohne dass ich da das vernünftig mitmachen kann. Aber das erklärt natürlich, wieso ich den hier nicht bauen kann, weil das da einfach quasi zu hoch ist dafür. Also weil ich nicht so weit nach oben bauen darf, aber das sieht ja dann noch fast relativ vernünftig hier aus. Gut. Dann mache ich mal weiter. Der hier ist offen und hoffe, dass ich dadurch gut noch weitere Besucher generieren kann. Und ich hoffe, dass sich die Bahn dann auch insgesamt rechnen wird. Aber trotz der negativen Nachrichten bin ich jetzt bei einer guten Anzahl an Besuchern. Ah, Zuckerwatte da. Na toll, eine Gruppe von Vandalen wieder mal. Na klasse. Aber gut, da ist Hunger. Mülleimer. Gut. Ich denke, dass ich dann noch einen weiteren Sicherheitspersonal auch einstellen werde da. Ja. Und am besten hier auch noch einen weiteren Träger. Gut. Wie sieht es jetzt aus vom Cash her? Ja. Gerade nicht so optimal. Da muss ich halt immer noch hoffen, dass ich das irgendwie vernünftig auf die Reihe bekomme.
Ich sag mal so, mit den Achterbahnen, die ich hier zur Verfügung habe, kann ich halt nicht wirklich Geld verdienen gerade. Das ist das Problem. Ich muss halt dafür, also ich brauche die halt dafür, um ein bisschen Leute vielleicht in den Park zu holen und dass ich dann, dass ich deren Eigenkosten vielleicht ausgleichen kann. Das ist so ein bisschen so das Einzige, was ich damit gerade machen kann, mit den Achterbahnen. Na toll. Das ist jetzt scheiße für mich. Ja, gerade drunter, das wundert mich nicht. Jetzt wird sich gleich sowieso erst entscheiden, ob das Ding insgesamt lohnenswert war oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das, was ich für die Bahn ausgegeben habe, irgendwann über die Dauer einfahren wird. Über die Dauer des Szenarios, muss ich ehrlich zugeben. Also der hier jetzt locker wahrscheinlich schon drin. Kann ich hier nicht irgendwie... Gesamtgewinn 4106, das ist... Damit habe ich den locker drin. Gesamtgewinn... noch nicht. Hiermit habe ich es glaube ich noch nicht... Da habe ich glaube ich noch nicht drin. Den hier dürfte ich auch definitiv locker drin haben. Auch noch nicht. Glaube ich. Orbiter. Orbiter, weiß ich noch nicht, ob ich den drin habe. Ja, so langsam geht er hoch. Das heißt, dass er da ein bisschen die Ausgaben ausgleichen kann. Hey. Okay, vielleicht sollte ich hier am besten einfach mal kommen auf $1. Habe ich weniger Verluste dann dabei. Gut. Gesamtgewinn noch minus 35. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. So, Enterprise ist gut. Enterprise kostet aber auch was. Da sollte ich eventuell drauf sparen, dass ich die dann bauen kann. Weil die kann auch noch eine ganz gute Menge an Leute pro Fahrt mitnehmen und... Ah, fuck it. Ich verdiene wenigstens aber... Okay, das war ein harter Fall. Ah ne, der Monat war einfach zu Ende. Fast 500 plus im letzten Monat, das ist doch gar nicht so schlecht. Würde ich mal behaupten. Gut. Hunger, Durst, Dekoration. Ja, das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus sogar. Die Bewertungen reichen auch noch aus. Ich brauche halt quasi noch ungefähr 100 Besucher mehr jetzt im Park. Der Vorteil ist, wenn ich die Enterprise habe, dann bekomme ich einerseits wahrscheinlich wieder mehr Besucher, andererseits kann ich mit Enterprise auch gut weiteres Geld verdienen. Gut, ich brauche halt trotzdem immer noch eigentlich weitere Besucher. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich
Ich will, also Dezember könnte eng werden. Das, also das auf Gold kann eng werden. Ob ich das schaffe, schwer zu sagen. Ich tendiere jetzt erstmal zu nein, aber das muss nicht viel heißen. Gut. Die Vandalen haben den Park verlassen, das heißt, dass ich da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was verbessern kann. Wie sieht es eigentlich hier jetzt gerade mit dem Plus aus? Wie viel? Ja, okay. Komm. Ich muss irgendwie damit Geld verdienen. Daher stelle ich auf, packe ich auf 7 hoch. Irgendwo muss ich das Geld reinholen. Den hier gleiche ich wenigstens fast inzwischen aus. Ah, ich bin bei 2000. Das ist nicht schlecht. 2266. Vielleicht habe ich die Enterprise. Damit dürfte ich doch hoffentlich auch wieder weitere Besucher rein in den Park ziehen und... Ja, dafür ist es zu groß dort. Dann packe ich, dann in dem Falle packe ich es dann hier hin. Komm, 450 vielleicht doch erstmal. Gut. Ich hoffe, dass die Warteschlange lang genug ist, damit sich sozusagen einmal die Kapazität von dem Ding ist 20. Gut, das, also das passt. Die Warteschlange ist lang genug. Das heißt, dass ich da mit hoffentlich auch ganz gut weitere Besucher dann generieren kann. Und wenn ich mit meinen Verdiensten derzeit so weitermache, kann ich da auch noch ganz gut mitarbeiten. Juli, Jahr 2. Ich versuche danach nochmal eine Achterbahn. Ich denke aber, dass das nicht, dass das nicht so viel, also ich sehe die Chancen auf Erfolg bei der Achterbahn, beziehungsweise auf eine Achterbahn, die mir wirklich was bringt, nicht allzu hoch, leider. Gut. Ja. Komm, 450 bei dem Ding. Topscan. Topscan ist auch nicht so schlecht. Ich denke immer noch darüber nach, hier jetzt die Boxautos irgendwie hinzustellen. Aber ich denke, ich warte auch nochmal, bis der Topscan durch ist. August, je nachdem, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, mit 100 weiteren Besuchern bis Ende Dezember wird es wahrscheinlich schwer. Mm-hmm.
Der hier. Also die machen eigentlich mehr Geld, aber der hier bringt halt gute Leute rein, die Attraktion. Okay, der ist jetzt bei 2000. Der sieht ganz gut aus. Ja, eigentlich möchte ich aber gerne noch den Topscan warten, bevor ich die Boxautos baue, damit ich weiß, ob ich die Boxautos da hinstellen kann oder ob ich da den Topscan hinstellen kann. Das ist gerade so ein bisschen so das noch. Und ich brauche eigentlich wirklich noch einen weiteren Coaster. Wirklich, ansonsten wird das nichts. Aber auch so denke ich gerade, dass das nichts mehr wird bis Dezember. Also Gold kann ich schon mal knicken. Und ansonsten denke ich aber schon, dass das halt passen dürfte. Komm, gib mal Gummi. Gerade habe ich ein bisschen Cash. Also, gebt mal Gas mit dem Forschen, Leute. Komm, jetzt wird endlich fertig, Topscan. Yay, yeah, Topscan ist erfolgreich. Erforscht worden. Wupp, wupp. So, dann. Topscan, 4x4. Gut. Ja, ich denke, ich werde den Topscan hier hinbauen. Komm schon, hopp. So. November, Dezember, das wird definitiv nichts mit dem 450 Besuchern. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das was wird, aber Cash kann ich ordentlich was, kann ich wahrscheinlich ordentlich was verdienen noch. Gut. Aber ich sag mal so, also ich, selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich noch die Achterbahn erforscht bekomme und ich denke nicht, dass ich preistechnisch hier eine Achterbahn noch hinstellen kann, die mir die letzten Besucher generiert, die ohne einen Kredit zu holen. Und den Kredit müsste ich halt auch nochmal vor Dezember dann theoretisch wieder abbezahlen, um den auf Gold zu schaffen, dass sie also... Obwohl, muss ich den? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich kann, dadurch, dass ich das mit dem Kredit ja schon gemacht habe,
Ich glaube, ich muss die ja alle nur einzeln quasi auf alle einmal haben, damit ich die. Also, ich sag mal so, bisher bräuchte ich auch noch nur noch. Fuck. Okay. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Leute rein in den Park ziehen können. Ey, simply try it. Ah, fuck it, ey. Okay. Das hätte ich so nicht auf der Rechnung, dass der dann da in die Luft gesetzt wird an der Position. Gut, dann setze ich dich dahin. Dich dahin. Hoppala, 450 einmal. Gut. Vielleicht sorgt das ja nochmal für den letzten Schub. Ich bezweifle aber, dass ich da mit dem nochmal den letzten. Nope, sieht nicht danach aus, dass ich damit noch Kork zu koste. Okay. Damit ist das jetzt auch egal, den hier. Nicht auf Gold geschafft, aber ich bin jetzt bei 402 Besuchern. Schon mal etwas. Gut, aufregende Fahrgeschäfte nochmal, oder? Ne, ruhige Fahrgeschäfte machen wir danach nochmal. Ah, komm. Forschen mal ein bisschen schneller. Ich habe Cash. Ich brauche halt einfach nur nochmal die Besucher jetzt. Deshalb kann ich ein bisschen was in die Forschung packen. Warte mal, wie sieht es hier noch aus mit. Ah, okay, Hunger, Sauberkeit. Ein weiteren Hausmeister, ein weiteren Träger. Komm, ein Sicherheitstipsel nochmal. Ein Entertainer und. Ich denke, drei Mechaniker bei der Parkgröße sind auch. Richtig jetzt, also. Und ich sag mal so, ich verdiene jetzt hier auch gerade relativ gut, obwohl ich auch ein ganz gutes Geld in der Forschung stecken habe, daher. Da habe ich nichts, um mich dort zu beschweren. Okay, Hunger, ja, Durst. Ich bin gerne überlegen, aber. Ne, hier könnte ich sowieso nicht von dem. Obwohl. Doch, ich könnte hier mehr oder weniger vernünftig ein Riesenrad hinbauen, aber. Ich sag mal so, ich kann hier auch. Immer noch. Vernünftig ein. Eine Toilette im Bahn auch. Ja, okay. Hätte ich den früher gehabt, dann hätte ich das eventuell sogar noch auf Gold geschafft. So. Ja. Ist halt so jetzt. Corkscrew-Coaster ist halt auch so. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob ich hier eine Sommerrodelbahn runterschicken lassen sollte. Aber,
Ich lasse das einfach mal. Ja, wie gesagt, hätte ich den früher gehabt, dann hätte ich den auch auf Gold geschafft. So. Ja, Ärgerlich ist aber so. Gut. Gut. Dann setze ich nochmal ein. Ich denke, ich stelle nochmal Hausmeister ein. Okay. Ja. Hab kapiert. Einmal hier oben sauber machen, bitte. Würde ich irgendwann nochmal einen Verbindungsweg hochziehen. Aber jetzt gerade brauche ich es nicht. Ich brauche es nicht mehr, um dieses hier jetzt abzuschließen. Ich habe es nämlich gleich abgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es jetzt noch versaue, ist sehr, 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 sehr gering. Das heißt nicht, dass es trotzdem noch möglich ist, das zu versauen. Es ist halt nur eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es versaut wird. Ah, Geisterhaus. Wow. Ich sag mal so, ich habe 300 in Forschung, aber... Okay. Das ist ein komischer Sound, aber hey, ich hab's geschafft. Gut. Oh. Wir haben den Kaiserberg erfolgreich abgeschlossen. Und deshalb würde ich sagen, sind wir hier mit dem Kaiserberg auch wieder mal fertig. Und auch somit wieder mal mit der Folge. Mal sehen, was für ein Szenario als nächstes für uns freigeschaltet wird. In den Highlands, Silica Slopes. Und so viel ist das wirklich nicht mal bis dann da zum Ende. Ich denke, ich muss dann echt bald mal bis Candy Beach nachholen. Du hast ein kleines Stückchen Land in einem einsamen bewaldeten Tal erworben. Nutze den wenigen zur Verfügung stehenden Platz, um einen charmanten Freizeitpark zu bauen. Du kannst mehr Land kaufen, um den Park zu erweitern, kannst aber keine Kredite nehmen. Okay. Habe mindestens 450 Besucher in deinem Park, aber eine Parkwertung von mindestens 85 habe... Okay. Oh, bis Ende Juli Jahr 2. Jahr 4. Das ist relativ lange tatsächlich. Interessant. Okay, und Sakura Gardens haben wir noch. Also das ist tatsächlich lang, dass wir bis Ende Juli Jahr 4 haben. Das macht mir ein bisschen Angst, dass wir dafür so viel Zeit haben für das Ding. Aber okay. Das ist dann eine Sache für eine andere Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.